Hallo, heute soll es mal wieder um den NRF 51822 von Nordic Semiconductor gehen, und zwar mit dem Thema SPI oder SPI oder auch Serial Peripheral Interface genannt. Dies wird vor allen Dingen zum Steuern von externen Geräten oder externen Chips genutzt, wie zum Beispiel auch für Display-Ansteuerung, was wir uns auch dann mal als ein Beispiel angucken können. Nämlich als Beispiel möchte ich heute hier den MAX 7219 bzw. MAX 7221 von Maxim Integrated vorstellen. Den kann man dazu nutzen, um LED-Displays anzusteuern. Dies geht entweder mit einer LED-Matrix mit 8x8 Punkten oder man schaltet mehrere 7-Segment-Anzeigen mit einem zusätzlichen Dezimalpunkt zusammen und kann auch diese ansteuern. Beginnen wir aber erstmal mit SPI. SPI steht für Serial Peripheral Interface und hierbei steuert ein Master Device ein oder mehrere Slave Devices, und die Kommunikation findet über im Prinzip vier Leitungen statt: MISO, MOSI, Clock und CS. Und MOSI steht für Master Out Slave In, beziehungsweise ist das die Datenleitung zwischen dem Master Device und den Slave Devices. Dann gibt es den Rückkanal, wo der Slave mit dem Master spricht. Das heißt dann MISO, also Master In, Slave Out. Dann gibt es die Clock-Leitung. Immer nur, wenn die Clock-Leitung sich verändert, wird überhaupt MISO oder MOSI ausgelesen. Und dann gibt es noch die Client-Select-Leitung. Die Client-Select-Leitung sorgt dafür, dass das entsprechende Slave-Device auch weiß: Achtung, jetzt bin ich gemeint mit der Datenübertragung, und es reagiert auch nur, wenn die Slave Select oder Client Select Leitung einen entsprechenden Zustand hat. Es ist bei dem ganzen Protokoll nicht festgelegt, ob die Datenleitungen jeweils Active High oder Active Low geschaltet sind oder eine Kombination aus allen. Das heißt, die eine Leitung kann Active Low sein, die andere Active High. Das muss man bei dem jeweiligen Datenblatt des Devices, was man ansteuern möchte, jeweils nachlesen. Möchte man sein SPI Master Gerät mit einem SPI Slave Gerät verbinden, so verbindet man einfach die vier Leitungen: MOSI, MISO, Clock und Client Select. Möchte man allerdings mehrere Slave Geräte an ein Master Gerät schließen, so gibt es dort verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Nämlich entweder mit getrennten Client Select Leitungen, was vermutlich die logisch einfachste Variante ist. Dort wird einfach an ein zweites Gerät eine zusätzliche Client-Select-Leitung angeschlossen und MISO, MOSI und die Clock-Leitung werden einfach parallel zueinander angeschlossen. Und je nach Zustand der Client-Select-Leitung kommuniziert der Master entweder mit dem einen Slave oder mit dem anderen Slave, aber nie mit beiden gemeinsam. Jedoch hat diese Art des Zusammenschaltens einen offensichtlichen Nachteil, denn man braucht für jeden zusätzlichen Client auch eine zusätzliche Datenleitung von dem Master. Also macht man das zum Beispiel mit einem Mikrocontroller, braucht man dann einen zusätzlichen GPIO-Port. Daher gibt es auch eine weitere Topografie des Zusammenschließens von SPI-Geräten. Dies muss aber von dem jeweiligen Client dann auch unterstützt werden. Dort wird dann immer die Datenausgangsleitung mit der Dateneingangsleitung des jeweils nächsten Client-Gerätes oder Slave-Gerätes verbunden. Das Master-Gerät kommuniziert dann zunächst mit dem ersten Slave, schreibt dort das jeweilige Register oder den Speicher voll. Und wenn der Speicher dann überläuft, der eine gewisse Größe hat, dann werden über die Datenausgangsleitung des Slaves die Daten an den jeweils nächsten Slave weitergereicht, und so geht die ganze Kette dann weiter. Das geht dann wieder so weit, bis dieser Slave dann seinen Speicher vollgeschrieben hat und die Daten gehen dann an das wiederum dritte oder nächste Gerät. Und nur das letzte Gerät in der Kette kommuniziert dann zurück
mit dem Master Device. Also erstmal muss die gesamte Informationskette durchlaufen werden bis zum letzten Gerät und das kann dann wiederum zurück. Bei dieser Topografie oder dieser Art des Anschlusses kann es eben nur das letzte Gerät mit dem Master Gerät kommunizieren. Beziehungsweise natürlich die anderen Geräte müssen dann komplett die ganze Kette erstmal durchlaufen, bis sie dann mit dem Master Gerät ihre Daten austauschen können. Schauen wir uns jetzt auch nochmal die einzelnen Signalleitungen ein, also zeitlich beginnen, weil das auch von der Logik her das erste Signal, was das jeweilige Gerät empfangen bzw. senden muss, beginne ich mit der Client-Select-Leitung. Gibt es in zwei verschiedene Ausführungen, entweder Active-Low oder Active-High. Bei dem hier in dem Beispiel verwendeten möchte ich dann mit Active-Low mich weiter beschäftigen, da das auch mit diesem Max 7219 bzw. Max 7221 Chips funktioniert. Dann gibt es die Clock-Leitung, die ja signalisiert dem Master oder dem Client, wann die MOSI- oder MISO-Daten bereitstehen müssen. Und die gibt es jeweils auch wieder in Active-High-Ausführung oder auch Active-Low. So, gucken wir jetzt mal uns einen kompletten Signalverlauf an mit Clock, Client Select und MOSI-Leitung. Das MISO-Thema lässt sich jetzt erst außen vor, weil auch die Display-Ansteuerung ohne diese MISO-Leitung oder die Master-In-Slave-Out-Leitung auskommt. Also der Master zieht als erstes die Client Select-Leitung, die jetzt hier Active Low ist, erstmal von High nach Low. Dann signalisiert er über die MOSI-Leitung ein Signal, also beispielsweise jetzt hier ist es ja Low, also bei einer Active-High-Steuerung wäre das dann der Wert 0. Dann schaltet er die Clock, die hier vielleicht auch Active-High ist, von Low nach High. Und wenn der Client dann auch noch in dem Zustand ist, dass er immer bei der hochsteigenden Flanke die Daten ausliest, dann wird in dem Moment der Datenzustand von der MOSI-Leitung ausgelesen. In dem Fall weiß der Client dann, jetzt habe ich ein Datenbit 0 ausgelesen. Schaltet der Master jetzt seine Clock-Leitung wieder von High nach Low, kann er seine MOSI-Leitung ändern und wird die zum Beispiel jetzt auf High gelegt. Und dann schaltet die Clock-Leitung wieder auf High. Dann weiß der Client, aha, jetzt lese ich ein Datenbit 1 aus. Wechselt jetzt wieder die MOSI-Leitung, nachdem der Clock-Signal sich geändert hat, liest er dann der Client oder der Slave den nächsten Zustand aus, in dem Fall dann ein 0 und beim nächsten Mal eine 1 und so weiter, bis irgendwann ein komplettes Byte, in dem Fall zum Beispiel, wenn der Client byte-orientiert arbeitet, komplett über die Datenleitung übertragen wurde. Und ganz zum Schluss, wenn dann auch die Client-Select-Leitung, die ja wieder Active-Low ist, von Low nach High wechselt, dann weiß auch der Client, Achtung, jetzt ist die Kommunikation mit dem Master-Device beendet. Grund der fehlenden Vorschriften in dem SPI-Protokoll für die Clock-Leitung und auch überhaupt, ob eine Signalleitung Active High oder Low ist, haben sich inzwischen dann vier verschiedene Typen der Clock-Leitungsauslesung herausgebildet. Und zwar je nach Zustand, ob die Clock-Leitung Active High ist oder Active Low. Also mal bei dem Active High Beispiel kann ja die Datenleitung bei der ansteigenden Flanke ausgelesen werden oder bei der fallenden Flanke. Dementsprechend gibt es auch den Typ M0 bei der ansteigenden Flanke oder den Typ M1 bei der fallenden Flanke bei einer Active High Clock-Leitung. Und bei einer Active Low Clock-Leitung gibt es noch den Typ auch wieder bei der fallenden Flanke, also der ersten Flanke. Das wäre dann Typ oder Mode M2, beziehungsweise hier dann bei der ansteigenden Flanke wäre das dann Mode 3. Gucken wir uns jetzt mal unser Client oder SPI Slave an. In meinem Beispiel ist das von Maxim Integrated ja Max 7219 bzw. Max 7221 der Chip und das Gerät arbeitet mit 5 Volt im Gegensatz zu unserem 51822 Chip, der ja meistens mit 3,3 Volt angesteuert wird. Also da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, wie können wir denn unsere Ausgänge dort 5 Volt kompatibel machen. Die Datenleitungen arbeiten meist Active High, nur nicht die
Client Select oder Slave Select Leitung, die arbeitet mit einer Active Low Steuerung. Und wir können die Clock Leitung mit einer Frequenz bis zu 10 MHz betreiben. Ja, schauen wir uns jetzt noch das Datenblatt zu dem Chip an. Und zwar gibt es hier ja, wie schon gesagt, zwei unterschiedliche Versionen und nur der Max 7221 ist voll SPI-fähig. Das heißt aber nicht, dass der Max 7219 deswegen kein SPI versteht. Also auf meinen Demo-Boards ist auch der 7219 verbaut und funktioniert genauso mit dem SPI-Protokoll. Soweit vorweg, funktioniert hier mit 10 MHz und ist vor allen Dingen für 7-Segment-Ansteuerung gedacht, wobei dann auch noch ein Dezimalpunkt angesteuert wird, also insgesamt 8 Segmente und davon 8 Stück, also kann man insgesamt 8x8, also 64 LEDs ansteuern. Und zwar kann man die entweder kodiert ansteuern, also so wie die auch die 7-Segment-Anzeigen aufgebaut sind, oder unkodiert. Und das kommt in dem Sinne auch einer LED-Matrix zugute. In dem Sinne kann man dann hier so ein kleines Beispielbild, kann man aber auch nicht nur diese 7-Segment-Anzeige plus Dezimalpunkt ansteuern, sondern eben auch 8 Reihen und 8 Spalten einer LED-Matrix. Und wie man sieht, sind beide Chips auch voll PIN-kompatibel und deswegen, die kann man analog zueinander benutzen. Was wäre noch wichtig zu sagen? Es gibt hier eine digitale Helligkeitssteuerung. Die LEDs werden natürlich nicht direkt angesteuert, sondern im Multiplex-Verfahren. Dazu würde ich nachher nochmal was erzählen. Es gibt noch einen anderen Chip, der speziell für 3 Volt ausgelegt wird. Aber auch dazu werde ich dann nochmal erzählen, weil das sieht man hier. Der Spannungsbereich, in dem der Chip funktioniert, liegt zwischen 4 und 5,5 Volt. Also typisch wäre dann, das Ganze mit 5 Volt anzusteuern. Wichtig wäre zum Beispiel hier die Clockfrequenz 100 Nanosekunden. Das ist ja klar, wenn das dann das Ganze, machen wir nochmal zurück, mit 10 MHz angesteuert wird, dass auch sich daraus die Clockfrequenz ganz klar ableitet. Ja, den internen Aufbau und so weiter, den brauchen wir uns nicht angucken, aber wichtig wäre zu wissen, dass es hier gewisse Befehle gibt, die dekodiert werden. Also beispielsweise der Befehl, der nichts macht, fängt mit 0 an, dann wie steuert man das erste Digit an, das zweite und so weiter. Also fängt zwar mit 0 an, aber wenn man sich das in der LED-Matrix anguckt, also die erste Zeile, zweite, dritte, vierte und so weiter bis zur achten Zeile, dann möchte man dekodieren, dann kann man hier auch nochmal die Helligkeit setzen. Scan-Limit beschränkt die Anzahl der angesteuerten LED, 7-Segment-Anzeige oder in dem Sinne bei einer LED-Matrix die Anzahl der Spalten. Das benutze ich nicht, also deswegen Scan-Limit setze ich hier immer auf das Maximum. Dann kann man hier das Ganze nochmal in Stromsparmodus setzen oder in einen Testmodus. Das muss man bei der Ansteuerung dann bedachten. Und dann ist hier jeder einzelne dieser Befehle nochmal genau ausgeführt, was man dort übergeben muss. Das ist wichtig dann für die Programmierung. Genau, also hier speziell natürlich viel wird darüber über die 7-Segment-Anzeige erklärt, die in dem Sinne hier gar nicht benutzt wird. Und hier ist noch so ein bisschen was über die Helligkeitsregelung und hier über die Anzahl der Displays, die Anzahl der 7-Segment-Anzeigen, die angesteuert werden können. Und wie gesagt, bei einer 8x8 LED-Matrix setzt man das einfach auf das Maximum. Vielleicht nochmal genau, das Scan-Limit ist vielleicht auch interessant. Aber das Ganze wird im Multiplex-Verfahren angesteuert und je nach Anzahl der angesteuerten Displays erhöht sich dann die Multiplex-Frequenz von dem Chip. Ist für uns auch nicht so interessant, weil wir benutzen ja die maximale Anzahl an Digits und dementsprechend gilt hier die 800 Hertz. Ja. Und dann ist vielleicht noch interessant, dass die Helligkeitssteuerung mit Pulsbreitenmodulation durchgeführt wird.
So, schauen wir jetzt uns mal so eine LED-Matrix an. Die besteht im Prinzip aus 8x8, also 64 LEDs. Und bei den LEDs sind alle Anoden einer Zeile zusammengeschaltet und in dem Sinne alle Kathoden einer Reihe zusammengeschaltet. Und so ergibt sich, dass die LED-Matrix insgesamt 8 plus 8 Anschlüsse, also nicht etwa 64 mal 2, das wären ja 128 Anschlüsse hat, insgesamt nur 8 plus 8, also 16 Anschlüsse hat. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, wie das angesteuert wird, es werden dann in dem Sinne zeitgesteuert immer nur eine Reihe angesteuert. Beispielsweise indem man halt diese Reihe auf 0 oder auf Erde legt und alle anderen Reihen auf High, also in dem Sinne beispielsweise, wenn die alle mit 3 Volt funktionieren, die LEDs, dann werden das alles auf 3 Volt gelegt, so dass die Kathode nicht durchgeschaltet ist und die jeweilige Reihe kann dann über die einzelnen Zeilen einzeln angesteuert werden. Also es wird erst die erste Reihe eingesteuert, dann kommt in dem Sinne die Information für die zweite Reihe und dann wird auch die dritte Reihe eingesteuert, dann die vierte, fünfte, sechste, siebte und achte Reihe. Würden wir eine Rückinformation von unserem SPI-Device, das mit 5 Volt arbeitet, auf unseren 3,3 Volt betriebenen Mikrocontroller erwarten, dann müssten wir uns ein bisschen darum kümmern, wie wir denn unsere 5 Volt Signale in 3,3 Volt Signale umwandeln. Da kann man entweder das direkt anschließen und hoffen, dass der Mikrocontroller seine GPIO-Ports damit nicht zerstört. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Es gibt auch die Möglichkeit, dann eine Diode dazwischen zu schalten und damit auf jeden Fall das Spannungsniveau etwas zu senken. Oder man nimmt die von mir favorisierte Methode, und zwar nimmt man dazu ein N-Channel MOSFET. Das sind ja Transistoren, die wie ein Schalter funktionieren, und für den Level Shifter wird auch das Gate, also der Schaltanschluss, immer auf 3,3 Volt in diesem Beispiel gelegt, damit er immer durchschaltet, dieser N-Channel MOSFET, und die beiden Drain und Gate werden jeweils auf die Versorgungsspannung über einen 10 Kiloohm Widerstand immer hochgezogen, sodass diese Anschlüsse, wenn sie nicht auf Erde liegen, dann immer auf die Versorgungsspannung der jeweiligen Seite hochgezogen werden. Schaltet man jetzt zum Beispiel die 3,3 Volt Seite auf Erde oder Ground, dann zieht die 3,3 Volt Seite auch die 5 Volt Seite über die normale N-Channel MOSFET Funktion auf Erde und damit ist dann auch der GPIO-Port auf der 5 Volt Seite auf Erde gelegt. Schaltet man das jetzt andersherum, so dass die 5 Volt Seite die Steuerseite ist, dann, wenn diese Seite auf Erde gelegt wird, kommt eine spezielle Funktion des N-Channel MOSFETs zu tragen, nämlich dass dort nicht physikalisch eine Diode eingebaut wird, sondern einfach durch die Bauform bedingt der Strom über eine virtuelle Diode fließt und dann fließt in dem Sinne über diese virtuelle Diode auch die gesamte auf der 3,3 Volt Seite fließt der Strom darüber und das führt dann einfach dazu, dass auch die 3,3 Volt Seite auf Erde gelegt ist. Wenn wir das dann uns nochmal kurz in der LT-SPICE Simulation angucken, als erstes mal mit dem 5 Volt Ausgang und 3,3 Volt Eingang, dann sieht man, dass der 3,3 Volt Eingang auf 3,3 Volt liegt, wenn der 5 Volt Ausgang auf 5 Volt liegt und wenn man den 5 Volt Ausgang auf Erde legt, dann sieht man, dass auch der 3,3 Volt Eingang auf Erde liegt. Und wenn wir uns das Ganze mal umgedreht angucken, also 3,3 Volt als Ausgang und 5 Volt als Eingang, dann sieht man, dass wenn der 3,3 Volt Ausgang auf 3,3 Volt liegt, dass dann der Eingang auf der 5 Volt Seite auch auf 5 Volt liegt und legt man die 3,3 Volt Seite auf 0 Volt, dann sieht man, dass auch die 5 Volt Seite auf 0 Volt gezogen wird. So, kommen wir jetzt mal wieder zu dem SPI oder Serial Peripheral Interface Thema zurück und zwar aus der Sicht des NRF51822. Dann gucken wir uns hier mal wieder die Produktspezifikation dazu an
Und zwar dort gibt es das Kapitel 4.10. Dort steht nicht wirklich viel, aber wichtig ist für uns zu wissen, dass man den NRF 51822 sowohl als Mastergerät benutzen kann, als ihn auch so zu konfigurieren, dass er eigentlich das Slave-Gerät ist, sodass das von einem anderen Microcontroller, der NRF 51822, angesteuert werden kann. Wichtig ist allerdings, weil ich mich jetzt hier in dem Vortrag nur auf das Mastergerät konzentriere, wir haben die Möglichkeit, hier zwei Mastergeräte zu konfigurieren, sodass wir auch unabhängig voneinander mehrere Devices ansteuern können als Master. Und wichtig wäre zu wissen, dass, wie auch bei anderen Themen, jeder beliebige GPIO-Port für die SPI-Kommunikation benutzt werden kann. Anders, denke ich mal, als andere Hersteller das machen. Also bei dem STM32, da ist das sehr komplex, sich da die richtigen GPIO-Ports raussuchen zu müssen, weil man da nicht einfach jede beliebige Kombination benutzen kann. Also beispielsweise muss man aufpassen, dass man zum Beispiel UART nicht mit SPI mischen kann. Und dann gibt es ja auch das I2C-Protokoll. Das ist hier, heißt jetzt hier Two-Wire-Interface. Können wir demnächst mal drüber reden. Aber es ist sehr komplex und es ist sehr schön zu wissen, dass bei diesem NRF 51822 jeder beliebige GPIO-Port einfach für das SPI-Interface benutzt werden kann. So, werfen wir dann noch einen Blick in das Referenzhandbuch und gucken uns das Kapitel 26 hierzu an. Hier sieht man, dass man die entsprechenden Ports oder GPIO-Ports sich für MISO, die Clock oder MOSI aussuchen kann. Ja, wichtig wäre zu wissen, dass das SPI Master Device die Chip Select Leitung oder Client Select oder Slave Select Leitung nicht direkt unterstützt, sondern nur über Software, aber der NRF Treiber für SPI unterstützt das bereits. Da gibt es dann entsprechend die Softwarelösung, die einen GPIO-Port, den man sich auswählen kann, entsprechend schaltet. Allerdings unterstützt er nur die Active-Low-Schaltung, was aber nicht in unserem Beispiel jetzt nicht tragisch ist, weil unsere MAX 7219 bzw. MAX 7221 Chips genau auch eine Active-Low-Steuerung benötigen. Gucken wir uns das Ganze jetzt auch in unserem SDK, in der SDK-Dokumentation an, und zwar in der API-Referenz. Die habe ich jetzt hier aus der 12er-Version in der Offline-Version, wie man vielleicht sieht. Ich gucke mir hier gerne die API-Referenz an und dann die Peripheral Drivers oder die Treiber für die Peripheriegeräte. Und wie gesagt, ich konzentriere mich ja hier auf den NRF 51822 als Mastergerät. Deswegen gucke ich mir diese Slave-Konfiguration jetzt nicht an. Wir verbleiben jetzt hier bei dem Master und hier gibt es wieder die Hardware Abstraction Layer, die wir jetzt nicht so genau angucken. Wir gucken uns hier einfach den SPI Master Treiber an. Und wie man sich schon denken kann, muss man diesen Treiber erstmal initialisieren. Und zwar übergibt man hier die SPI-Instanz. Wie wir ja aus der Produktspezifikation wissen, gibt es zwei Instanzen, die man ansteuern kann. Deswegen übergibt man hier die Instanz 0 oder 1 und kann hier eine Konfiguration mit übergeben. Default-Konfiguration oder Standard-Konfiguration sind noch keine GPIO-Ports angegeben. Die müsste man dann extra nochmal konfigurieren. Und man kann dann hier einen SPI-Händler, eine SPI-Händler-Routine mit übergeben, wo ich jetzt heute auch nicht drauf eingehen werde. Und dann ist eigentlich nur wichtig zu wissen, dass man hier einen SPI-Transfer starten kann als Master und dort gibt man die Instanz an, dann gibt man an den Inhalt seines Transfer-Buffers und die Länge dieses Puffers und wenn man jetzt noch eine Rückinformation haben will, dann übergibt man auch den
Receive-Buffer oder Rückkanal-Puffer und natürlich auch die konfigurierte Länge dieses Puffers. So, jetzt gehe ich auch nochmal das Beispielprogramm, was ich hierfür geschrieben habe, durch. Und zwar beginnen wir mit der Main-Routine. Hier sind wieder die Header-Dateien alle inkludiert. Und zwar sind das alles Header von Nordic bis auf das letzte, dieses Max 7221, das natürlich auch mit dem Max 7219 funktioniert. Ich habe hier definiert, dass ich insgesamt 5 LED-Displays ansteuere. Dann ist wie üblich hier, kommen wir gleich noch dazu, dass SPI, die SPI-Instanz 0 konfiguriert hier standardmäßig. Und ich habe mal wieder typischerweise auf dem GPIO-Port 19 zum Blinken eine LED konfiguriert. So, jetzt gehe ich erstmal ganz weit nach unten zu unserer Main-Routine und die macht eigentlich nichts weiter, als erstmal das Logging einzuschalten. Das NRF-Logging hatte ich noch nicht viel zu erzählt, aber es ist hier so konfiguriert, dass das NRF-Logging jetzt auf den UART mit ausgegeben wird. Da komme ich gleich noch dazu. Dann gebe ich erstmal eine kurze Startinformation über das Logging aus. Dann konfiguriere ich meine GPIO-Ports. Dann konfiguriere ich mein SPI-Interface. Und dann hier in einer Endlosschleife initialisiere ich erstmal meine Display-Chips und schreibe dann hier eigentlich ein paar kleine Informationen einfach auf die LED-Matrix aus. Und immer wenn ich hier mit der Schleife zu Ende bin, gebe ich dann auch noch über das Logging eine Information über meinen UART dann entsprechend aus, damit ich das mit tracken kann, wo ich dann gerade bin. So, fangen wir an mit dem GPIO-Config. Das ist auch wieder nichts wirklich Spannendes. Wieder wird nur der LED-Pin als Ausgang definiert und dann gleich mal gelöscht, also auf 0 gesetzt. Und wichtiger wäre jetzt vielleicht für dieses Beispiel zu wissen, wie ist denn die SPI-Konfiguration gemacht. Hier hole ich mir erstmal, wo ich gleich zukomme, meine Max 7221 Konfiguration. Dort habe ich nämlich hinterlegt, wie meine SPI-GPIO-Ports konfiguriert sind. Dann mache ich erstmal eine Default-Konfiguration. Wie wir ja wissen, gibt es dort, das kann man hier in Eclipse ganz gut nachgucken. Da gibt es nämlich keine GPIO-Port-Konfiguration darin mit. Dann gebe ich hier ein bisschen Logging-Informationen aus. Dann konfiguriere ich in dem Sinne den Clock-Pin, den MOSI-Pin und den Slave-Select oder Client-Select-Pin. Dann stelle ich hier noch die Frequenz ein. Vielleicht wichtig zu wissen, ich zeige nachher noch mal ein bisschen was über ein Logic Analyzer. Und dieser Logic Analyzer, der schafft die 8 MHz eben nicht. Deswegen schalte ich hier auch mal zum Analysieren die SPI-Frequenz ein bisschen runter. Aber standardmäßig lassen wir das jetzt mal auf den höchsten Wert, den unser NRF-Chip kann, nämlich die 8 MHz. Das kann die Max 7219 oder Max 7221 können ja 10 MHz, also können sie die 8 MHz gut vertragen. Dann stelle ich hier den Mode 0, hatte ich auch schon mal was zu erzählt, nämlich dass die Clock Active High ist und immer auf dem ersten ansteigenden Flanke dann die Information der Daten ausgelesen wird. Und vielleicht auch noch wichtig, dass wir hier mit einer Most Significant Bit Order arbeiten. So, und dann wird das SPI-Interface initialisiert und den Rest, der passiert eigentlich hier in diesen Max 7221 Methoden. Die zeige ich vielleicht jetzt erstmal. Also es gibt hier den Header-File, wo die jeweiligen Pins konfiguriert sind, also hier MOSI, Clock und Slave Select oder Client Select. Und dann ist hier noch eine kleine Enumeration, die jeweiligen Befehle beinhaltet. Das haben wir uns ja in dem Datenblatt auch schon mal angeguckt. Und dann gibt es hier verschiedene Routinen, also initialisieren, setzen, löschen des Displays und so weiter. Das gucken wir uns jetzt hier mal an.
Fangen wir mit dem Initialisieren an. Das Initialisieren merkt sich erstmal, wie viele angeschlossene Geräte gibt es und macht aufgrund der Puffergröße jetzt hier auch so eine Auswahl, dass der Puffer nicht überläuft. Und dann wird für jedes angeschlossene Gerät in dem Sinne einmal diese Initialisierungsbefehle durchlaufen. Und zwar wird der Display-Test auf 0 gesetzt, das Scan-Limit, also die Anzahl der Pixel, die angesteuert wird, wird auf den Maximalwert gesetzt. Dann möchten wir keine BCD-Kodierung, also keine 7-Segment-Kodierung hier einstellen, deswegen steht es auf 0. Shutdown wird erstmal hier auf 0 gesetzt, sodass das Display aus ist. Dann wird die Display-Helligkeit auf den Maximalwert gesetzt und dann schalten wir unser Display einfach mal ein mit Shutdown auf 1. Und dann löschen wir nochmal hier mit einer Routine all unsere Pixel, falls irgendwie welche Pixel hier gesetzt werden, indem wir einfach einmal komplett über alle Digits einen Wert 0 in die jeweiligen Register schreiben. Das ist beim Initialisieren oder beim Power-On eigentlich nicht notwendig, aber für alle Fälle habe ich jetzt mich entschieden, dass ich hier das Ganze einmal lösche, bevor ich dann irgendwas ausgebe. Und dann gucken wir uns vielleicht nochmal über die Main-Routine an. Hier ein Beispiel, also hier wird zum Beispiel ein Zeichen ausgegeben, zum Beispiel das Zeichen N wie Nordpol, kleingeschrieben in unser SPI-Device 0. Und das können wir uns jetzt hier auch nochmal in der Max-Routine angucken, indem hier WriteChar, dann nehme ich hier eine aus einer mir unbekannten Quelle jedenfalls eine fertige Bibliothek, die bereits alle ASCII-Zeichen in einer 5x7-Font-Matrix enthält. Und je nachdem, in welcher Position, schreibe ich dann die entsprechenden Bitwerte in mein Display. Also in dem Sinne, unser N wird hier in einzelne Pixel aufgelöst und für jedes dieser 5 Zeilen werden dann die entsprechenden 7 Pixel gesetzt, indem ich hier auch nochmal ein bisschen das auf dem Display ein bisschen zur Seite schiebe. Und den Rest müsst ihr euch dann extra mal angucken. Was wichtig eigentlich noch zu wissen ist, dass hier die neu im SDK 12 eingeführte SDK-Konfiguration benutzt wird. Das sollte man sich mal angucken. Und zwar habe ich mir hier eine Konfiguration ausgesucht, wo natürlich vieles ausgeschaltet ist. Es fängt hier eigentlich an mit den SPI-Geräten. Nach denen werde ich einfach mal suchen. SPI. Und hier fängt es dann entsprechend an. Der SPI-Slave ist natürlich ausgeschaltet. Jetzt muss ich mal gucken, wo finde ich meinen SPI-Master. Also SPI ist hier ein. Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch Logging-Informationen über das NRF-Logging ausgegeben haben möchte, sollte man hier auch noch mal ein bisschen spielen, indem man das einstellt. Ich habe hier zum Beispiel mal rumprobiert, was ist, wenn ich hier das Log-Level auf Level 4, also Debug, setze. Dann habe ich mir das Ganze auch noch mal farbig protokollieren lassen. Kann man sich ja noch mal angucken. So, und natürlich ist unser SPI 0, die SPI 0 Instanz natürlich eingeschaltet hier auf 1 und die SPI 1 Instanz, die ich ja nicht brauche, die ist entsprechend ausgeschaltet. Und ich benutze hier auch noch dieses EasyDMA. Ansonsten gibt es hier noch zu sagen, wie gesagt, ich benutze ja jetzt dieses NRF Logging. Wer es möchte, kann sich das ja mal hier im Detail angucken. Das ist natürlich dann auch entsprechend eingeschaltet. Und eingeschaltet ist auch das NRF Logging Use Colors. Also ich benutze hier auch noch eine farbige Ausgabe. Finde ich ganz lustig. Und in PuTTY über den UART-Port sieht das auch ganz angenehm aus. So, was wir uns noch angucken, ist das Makefile. Das Makefile ist natürlich hier auch, dass das Logging das UART benutzt, eingeschaltet. Neu hinzugekommen ist, dass ich jetzt hier meinen Chip eingeben muss, wenn ich ein Makefile für den SDK Nummer 12 machen möchte. Dann sind hier wieder meine ganzen Objekte mit angegeben. Natürlich neu hinzugekommen ist der Treiber für SPI
Und ich gebe natürlich hier auch mein Max 7221, meine eigene Routine hier mit an. Und rufe wieder mein makefile.com auf. Das gucke ich mir auch mal kurz an. Was wir da neu haben, also hier ist SDK 12 konfiguriert. Ansonsten ist das alles genauso geblieben wie vorher. Das Einzige, was ich noch dazu geführt habe, ist hier zugefügt habe, ist hier das SPI Master, beziehungsweise hier bei den Include-Faden entsprechend auch SPI Master und SPI Slave. Das gab es bisher noch nicht. Und neu hinzugekommen, vielleicht für den, den es interessiert. Ich habe hier mal eine Direktkonfiguration für das Flashen mit eingefügt. Für einmal das Flashen der Firmware und natürlich auch, wenn man diese Soft-Devices benutzen möchte. So, und wenn sich der eine oder andere vielleicht gefragt hat, wo sind denn jetzt eigentlich meine SPI-GPIO-Ports konfiguriert? Die sind hier in dieser CustomBoard.h. Also gucken wir uns nochmal das Makefile an. Ich habe ja hier angegeben, ich möchte ein CustomBoard haben. Also wird über meine Board.h, die ich eingebunden habe, die CustomBoard.h gesucht und dort wird dann entnommen, welches meine SPI-Konfigurationspin sind. Also mein Clock-Pin habe ich hier auf Port 25, mein MOSI-Pin auf Pin 25 und mein Slave-Select oder Client-Select-Pin habe ich hier den Pin 28 benutzt. So, jetzt zeige ich noch mal kurz die Herstellung dieser LED-Matrix-Platinen und zwar auf diese Module. Die bestehen hier aus der Grundplatine. Auf der Grundplatine ist der Max 7219 bereits mit einigen Bauteilen aufgelötet und man kann hier über eine Fassung die LED-Matrix aufsetzen und diese Fassung muss erstmal eingelötet werden. Das mache ich dann entsprechend von der Rückseite und löte alle 8 Anschlüsse auf der einen Seite erstmal fest und dann alle 8 Anschlüsse auf der gegenüberliegenden Seite auch noch. Und dann wird zusätzlich noch für die Ansteuerung eine Eingangsleiste hier festgelötet mit 5 Anschlüssen. Diese 5 werden dann erstmal festgelötet. Und dann gibt es auch noch eine Ausgangssteuerung für das nächste Modul. Da kann man dann seriell noch das nächste Modul anschließen. Und deswegen gibt es hier auch diese 5 Ausgangspole. Die werden auch wieder über eine Steckerleiste dann angelötet. Dann ist hier mein erster Versuch mit 4 LED-Matrix-Modulen zu sehen. Also wie gesagt, der MOSI-Pin ist auf GPIO-Pin 24, die Clock auf GPIO-Pin 25 und der Client-Select-Pin habe ich hier GPIO-Pin 28 angeschlossen. Und die 5 Volt, wie man vielleicht sieht, mein erster Versuch ist hier, ich habe die 5 Volt aus der UART zu USB-Bridge genommen. Und falls sich dann noch jemand wundert, wo sind denn die Level-Shifter? Also ich habe mich jetzt hier darauf verlassen, dass die Eingänge der 5 Volt kompatiblen Chips auch 3,3 Volt als High-Information erkennen. Das ist tatsächlich so. Also da der Stromfluss jetzt nur von dem NRF51822 zu dem Max 7219 fließt, ist das eigentlich kein Problem, dass man in dem Sinne einen 3 Volt Ausgang mit einem 5 Volt kompatiblen Eingang verbindet. Und ist die Situation umgekehrt, dann sollte man auf jeden Fall einen Level Shifter benutzen. So, noch ganz zum Schluss habe ich mir die ganzen Pins über einen Logic Analyzer angeguckt und da handelt es sich um ein insgesamt nur für 5 Euro erstandenes Gerät, aber das hat 8 Eingänge, kann bis zu 24 MHz arbeiten, obwohl natürlich dann die Signale nicht mit 24 MHz arbeiten, sondern nur die Sampling-Frequenz ist 24 MHz. Also ich habe festgestellt, vielleicht mit, 1 zu 24, also mit 1 MHz könnte man eventuell dann noch was aufzeichnen. Aber bleiben wir jetzt bei unseren Signalen. Also wir gucken uns die ja einzelne mal an. Also ich habe jetzt hier nur die Signale von einem Display mal aufgezeichnet. Und dann kann man schon sehen, wie die einzelnen Befehle über den SPI-Bus gehen.
Ja, und wen es interessiert, also das ist hier die Software SIGROC mit dem Tool PulseView. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt. Wer möchte, gibt mir einen Daumen hoch. Und wer auf dem Laufenden bleiben möchte, abonniert einfach den Kanal.